Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Und ja, in der letzten Folge haben wir den zweiten Kristall Hops genommen. Habe ich noch gar nicht gecheckt hier übrigens, ne? Ah, den sieht man auch nicht mehr genau. Gut, drei Kristalle sind dann noch übrig, ne? Die kriegen wir auch noch, ne? Jill hat ihre Rache bekommen und hat bewiesen, dass sie kein Monster ist, indem sie diesen Patriarchen eiskalt abgeschnetzelt hat, ne? Damit sie jetzt uns folgen kann und mit ihrer Vergangenheit abrechnen kann, ne? Voll Charakter Development und all das und das ganze Zeug, ne? Und ja, ich habe schon angekündigt beim letzten Mal, ich werde euch bei den zwei Jagden, die treffen, die noch auf dem Jagdbrett waren. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe einen davon gefunden. Das ist, glaube ich, Secreto heißt der, ne? Und mir ist aufgefallen, das ist irgendwie so ein Minotauren. Und ich glaube, das ist so eine kleine Anspielung an Final Fantasy 8, weil da gab es ja auch so eine Erdbeschwörung, welche aus diesen zwei Minotauren bestand, die einfach nur Brüder hießen, ne? Und einer von denen hieß, glaube ich, Secreto, ne? Ich glaube, der große hieß Secreto. Und ja, ich nehme an, das ist auch ein mythologisches Wesen oder so, ne? Aber das ist jetzt erstmal egal, wir machen das bei denen privat, bevor wir weitermachen. Secreto. Oh. Irgendwie schwierig da hier wird. Ah. Oh, der ist nochmal geschadet. Was soll ich machen? Ich habe, glaube ich, auch gar keine Heiltränke mehr gehabt. Wir müssen unvorbereitet hier, glaube ich. Ah. Muss mir angewöhnen, nicht irgendwie zu direkt auszuweichen. So aus Sicherheit irgendwie. So bin ich. Wie sie jetzt, ja. Wenn ich jetzt hier ausgewichen wäre, ne, dann wäre ich schon wieder verwundbar gewesen. Genau, ich kann den nicht irgendwie sehen, sehe ich gerade. Verdammt. Oh, entschuldige, was? Wenn ich jetzt hier ausweiche, ne, dann wird das schon wieder so knapp. Ich glaube, das schadet mir immer am meisten. Oh Gott. Aber ich mache immer dieses Sicherheitsausweichen, ne, um sicher zu gehen, ne? Aber ironischerweise tut mich das irgendwie so mehr in Gefahr bringen, habe ich so ein Gefühl. Wie lange ist denn den seine, was ist denn den seine Leiste hier? Kommt gar nicht runter. So, ich, oh, was? Au! Alter, macht der Schaden. Oh, das hat so eine gute Idee gerade. Der macht mir sehr viel mehr Schaden, als ich eingeplant habe. Der ist auch Level 31, ne? Was ist los? Den da. So wenig sein Angriff werde ich bestimmt noch aushalten, ne? Oh Gott. Vielleicht heilen wir uns doch ein bisschen. Ah ja, unser Heilgegenstände sind jetzt ein bisschen stärker, ne? Ja. Au! Oh mein Gott. Ich
Dadurch wollte ich mich hier halt angreifen soll. Ich glaube, ich spiele ein bisschen zu passiv. Aber ist egal, ne? Oh Gott. 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 Mit einem Schlag bin ich weg. Vielleicht soll ich mich heilen. Ich bin mal so knausrig. Okay, warum kriege ich denn? Mal schauen. Ja. Ich habe mich aber trotzdem danach heilen. Weil wird ein bisschen gruselig, ja. Und einen Schlag müsste ich eigentlich da aushalten. Ne? Au. Alter. Okay, cool. Jetzt, wenn ich nicht mehr so knausrig sein werde, ne? Alter, der, ich wollte mich die ganze Zeit heilen, ne? Und ausweichen, aber ging nicht. Also warte, ich lade einfach. Ich habe nämlich genau davor gespeichert. Sein Avatar hat war ein automatischer Speicher. Oder? Ne. Oh, jetzt sind wir schon da, nämlich. So. Okay. Alter, so mit einem Schlag. Habe ich gewusst, dass der jetzt noch mit einem neuen Angriff um die Ecke kommt, Mann. Mein Gott, guck mal den seine Nippel an. Ah, das verstanden, Clive. Jetzt hat er mich schon getroffen. Alter, jetzt krieg ich schon. Ich kann gar nicht mit dem im Nahkampf gehen, der haut mich die ganze Zeit kaputt. Ey, das gibt's jetzt nicht. Ich kann es ja gar nicht im Nahkampf hier angreifen. Mein Gott, der zerhackstückelt mich hier. Ich kann den aber euch nicht ausweichen. Na komm. Ey, das gibt's jetzt nicht. Alter, was ist hier los? Alter. So, das geben wir's. Nee. Alter, jetzt reicht das natürlich. Boah. Ich muss gern gerade. Der Nahkampfangriff kannst du halt gar nicht aufhalten. Oh, komm her. Ich krieg da nicht ausgewichen. Nein. Ja. Ja. Wow.
Aber gegen die hat ja, gegen die kam ich schon irgendwie. Oh mein Gott. Ey, das gibt's jetzt einfach nicht. Dann kaufe ich mir eben gleich ein paar neue Dinger. Alter. Ist aber auch tanky, ne? Habe ich nicht mein Schwert irgendwie aufgerüstet? Ich glaube ja, ne? Und der andere ist, glaube ich, sogar noch schwerer, ne? Weil der hier hat weniger AP, weniger Geld als Belohnung. Oh ja. Nee, ich kann den Angriff nicht ausweichen. Ist so komisch verzögert immer. Ich drücke die ganze Zeit was, ne? So sage ich wagen. Ja. Kampf läuft viel schlechter als vorhin, ey. Boah. Nein. Das gibt's jetzt nicht. Boah. Wow, okay. Oh, ich hätte ja Hauptmenü öffnen können. Aha. Okay. Na gut. Dann machen wir mit der Story weiter. Ich gehe jetzt dahin und mach dich fertig. Ja, aber lacht, ey. Weil mich versucht die ganze Zeit ja auszuweichen, während er mich ja zu Tode prügelt, aber ich kann nichts machen. Ja, voll unfair. Will mich nach hoch heilen. Könnte man, während er mich hier prügelt, hier hochheilen, ne? Ja, jetzt auf Versuch. Mal kriegen wir den aber. Meine Herren, ey. Die Gegner waren alle Level 24 oder so, ne? In letzter Zeit. Jetzt kommt er Level 31. Hahaha. Stehst du das Tor, geil? Ja, ich bleib jetzt weg von dir, ne? Wenn ich mal anvisieren könnte, ne? Will den Angriff, wird den, ich bin nur ausgerichtet, Mann. Ich greife dich jetzt ein paar Mal an und dann hau ich ab. Kann ich ja nur ausweichen, ne? Naja. Ich dachte, ich werde schon wieder getroffen. Also. Da komm her, du Stück. Das bin ich wieder voll verwirrt. Ich wusste, komm, sorry, den Angriff. Ich wusste es. Was ist das? Wahrscheinlich mal vor, ich würde die Angriffe ja noch verbessern, ne? Da wird, glaube ich, auch ein bisschen helfen, ne? Aber ich habe keine Punkte für all das. Oh, was da?
Oh, das war jetzt viel besser, ne? Das war am Anfang voll getroffen, was doof war. Oh ja. Ja, komm her. Oh, jetzt den hier. Und den hier. Und den hier. Doch. Dann geh auf. Ich dachte, da gehen meine AP schon wieder weg. Ey. Was ist das? Na, oh, ich dachte noch nicht mal. Man kann sogar eine Magie einsetzen, die ich zurückwerfen kann. Nein. Der Angriff scheint auch irgendwie sehr viel besser zu brechen, weil er schon irgendwie verbessert ist, ne? Ja. Ah ja, du Stück. Jetzt habe ich zwar keinen Angriff vielleicht mehr, wenn er gebrochen ist, aber egal. Boom. Ah, das haben wir nicht gemacht. Mache ich mich kurz unbesiegbar. Ah. Ja, ja, ich habe gelernt, ne? Deswegen Genshin, ne? Wenn er der Ultimate einsetzt, dann bist du kurz unbesiegbar, ne? Dann kannst du voll gut ausbrechen. Na, ich hau ab, ich hau ab. Ich fange an zu glauben, ich den Angriff kannst du nicht wirklich ausweichen. Also ein bisschen Schiss immer, aber der hat nichts einsetzt. Oh, den Angriff kannst du auch noch gut. Ja, ich wusste es. Was ist das? Ja. Nein. Nein, geh doch. Oh, okay. Da habe ich eine Parade gemacht und dann... Das war sehr merkwürdig. Halte ich mich fern. Wo ist das? Sowieso jetzt gleich weg. Jetzt bist du weg. Oh mein Gott. Der war nervig. Mal gucken, wie viele Punkte ich bekomme ab und so, ne? Stufe 30. Minotaurus-Mähne. So. Jetzt können Marthas Gäste beruhigt schlafen. Nimm das, du löst mich. Oh mein Gott. Okay, der hat schon ein bisschen in sich gehabt. Ich habe ein bisschen Angst vor dem nächsten Viech. Hm. Oh, ich habe gar keinen Trank vor, sicher. So, nächste Viech war nämlich... Ich habe es mir notiert. Okay, das ist weggegangen. Ich habe mir hier eigentlich so ein Symbol hingesetzt, aber das ist schon wieder weggegangen. So, und das Viech soll, glaube ich, noch stärker sein. Super. Aber vielleicht ist das einfacher, ne? So, ich habe jetzt genug Fähigkeiten, was auch immer, wie auch immer die Währung heißt. Oh, hatte ich schon vorher. Ionenschlag. Da wollte ich auch holen, ne? Ja, ich glaube ja. Wir uns den Angriff statt holen wir uns den Angriff Ionenschlag hier, ne? Den einen, den setze ich irgendwie nicht so viel ein. Jetzt habe ich so zwei Angriffe, also Ramo wird sozusagen die Esper sein.
die gegen einen Gegner irgendwie am meisten Schaden macht, ne? Ich glaube, darauf ist irgendwie so abgetrimmt, so, ne? So, mehr Schaden gegen einen Gegner, ne? Würde ich jetzt mal raten. Also gut. Weil die Minotauren... Ambrosia brauche ich jetzt nicht. Doch, brauchst du. Das hast du nicht zu entscheiden, Clive. Ich habe das zu entscheiden. Ich bin am Steuer. Ja. Aber gut. Was auch immer jetzt kommt, da werden wir schon schaffen, ne? Ich habe das Gefühl, wäre ein bisschen einfacher, wenn wir Jill jetzt hätten, ne? Aber irgendwas sagt mir, die wird nicht mehr wiederkommen. Das machen die aber echt absichtlich, ne? Das hat irgendwie so lange gedauert, bis ich mich wieder bewegen kann. So, ihr kommt mal her. Kann ich vielleicht meine S-Barriere aufladen, meine Limitleiste. Also wieder so nur 10 Level über dir. Muss ich da eigentlich perfekt machen. Ah, du hast mich sogar getroffen, das gibt's jetzt nicht. Gehe ich noch nicht mal mit vollen AP in den Kampf. Ja. Okay. Da kann Ambrosia uns nicht im Kampf helfen. Kann ich auch im Kampf mitmischen oder sie? Dann nehmen wir noch meinen Hund. Ich hasse meinen Hund. Er hat mich irgendwie an dieses eine Viech hier von Fire Emblem Engage hier Somni. Ist einfach nur da, um süß zu sein. Hat sonst gar keine Bedeutung im Spiel oder in der Story oder irgendwas. Und ich hasse solche Charaktere. Auch wenn er jetzt kein Hund wäre. Aber weil er ein Hund ist. Nein. Egal, ich habe noch nie so Charaktere irgendwie gemocht. Irgendwie so. So Maskottchen-Charaktere. So, ich hatte den offscreen gesehen schon, glaube ich. Na, ich glaube, das ist das Viech, ne? Sei vorsichtig. So, wenn du mich jetzt fertig machst, ne? Severian. Okay. Sag mal, was du drauf hast. Das Level bist du 31. Alter. Oh. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Ah, du bist ja mit dem Lichtschwert. Oh. Aber gut. Ich kann ihn auch schon mal nicht anvisieren, ne? Ah. Hab ich gerade gesehen, ne? Ich greife lieber weiter an damit. Ah ja, den habe ich genau. Oh. Ich hatte ganz vergessen, dass ich den Angriff hatte. Ich habe einfach alles draufgeballert, wie sonst auch immer. Schon fast die Hälfte abgezogen von ihm. Gott. Was für ein Ding? Tilgong? Achso, Tilgong. Du hast so Tinguang irgendwie was. Au! Er trifft mich so auf wie der blöde Minotaurus, ne? Aber. Kannst du mal den Angriff ausweichen? Ich glaube, damit.
Au, schon wieder mit den Angriff getroffen. Lang ist wer ready. Also was? Ich wollte mich gerade heilen. Ey, das gibt's jetzt nicht. Boah, ich wollte jetzt nicht noch mal gegen den. Was ist das denn hier? Ich will hier nur laden. Wieso kann ich da Hauptmenü laufen? Boah. Ich wollte mich gerade heilen. Oh Gott, jetzt sagt mir nicht, der ist immer noch da. Nee. Ich habe nicht vor dem gespeichert. Nee. Das ist ein manueller Spielstand. Nee. Nach dem Sturm. Halt vor dem Kampf, halt irgendwo davor. Ich mir ein bisschen Weg spare. Das glaube ich war davor. Ein bisschen random, dass da irgendwie so ein. Ich wollte mich gerade heilen, ne? Dann kommt der und hau ich noch mal kaputt. Boah. Ah Gott. Was geht? Na, nicht genau, dass ich jetzt hier so lange an die dran setze und mehrere Versuche brauche. Oh Gott. Der war gut, ne? Boom. Das ist spät. Wir sind denn seine Angriffe nicht mal so schwer auszuweichen, ne? Das ist tausendmal einfach auszuweichen als der andere. Nein. Wie viel das Schaden macht, ne? Was ist das? Die Zeit wird sogar ein bisschen angehalten. Sehr gut. Ja toll, die Zeit wird angehalten, das heißt, der kommt nicht mehr auf mich los. Okay. Ich habe genug Geld. Oh ja. Du kommst damit. Ich hab's. Vermasselt. Na, das gibt's jetzt nicht. Ja, diesmal habe ich dann gedacht. Oh Gott. Oh Gott. Ich wurde getroffen, ehrlich. Du hast nichts mehr an HP und ein zweiten Ding. Mein Gott. Ich weiß, ob das so eine gute Idee war.
Feuer. Ja, diesmal weiß ich, dass du auf mich zugedies kommst, ey. Boah. Jetzt haben wir den, oder? Oh, ich glaube, nee. Der lebt immer noch danach, ne? Nee. Oh mein Gott. So, halbe Stunde erstmal im Part drinne und... Oh, Elektron, das brauche ich. Live, bitte. Sieht so aus, als landet der Typ jetzt auf dem Schrottplatz. Sieht so aus, als hätten wir den sein Leben ruiniert. Sieht so aus, als gehört der jetzt zum alten Eisen. Da kommt auf einmal toll, so Alter, hör mal auf, mal damit. Fängt auf einmal an, wie ein Mensch zu sprechen, so Alter, bitte hör auf. Und was darf sein? So, was konnte ich mir noch mal herstellen von dem Teil? Gut, der Rachentöterin. Oh ja, Elektrum. Habe ich nicht letztens was Neues bekommen hier? Ja, ich brauche das hier, das gibt viel mehr Bonus, ne? Ja, 24 mehr Verteidigung. Pass gut drauf auf, ja. Kann ich noch nicht mal verbessern. Okay. Gallenartige Masse und Rotlegierung. Ist noch was? Na gut. Dann sind wir ja fertig erstmal, ne? Also questmäßig haben wir auch alles abgeschlossen, ne? Ich habe jetzt irgendwie nicht gemerkt, dass die Heiltränke irgendwie mehr heilen. Die sollen jetzt eigentlich mehr heilen, ne? Ich habe davon irgendwie nichts mitbekommen. So, Archivar, genau. Der Archivar ist das. So, habe ich genug Respekt bekommen, um mir was Neues abzuholen? Ich glaube ja, ne? Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Das haben wir für dich bekommen, Sid. Juwel für sichere Straßen. Bitteschön. Ah, Medaillon des Klerikers, das macht aber bestimmt meine Heilsachen stärker, ne? Bringt zwar nichts, weil ich sowieso meine ganzen Sachen hier ausrüste, ne? Medaillon des Klerikers wird die Menge im Kampf erhalten, der Geld um 35%. Okay. Warte, was habe ich doch schon? Was? Nee, da. Ach nee, links, was ich ausgerüstet habe. Die Wirkung von Heiltränken um 40%. Da wollte schon sagen, hat doch gar keinen Sinn gemacht. So, jetzt haben wir mal bessere Klamotten wieder, ne? Jemand hier ist nix, ne? Na, okay. Okay, die waren ein bisschen tough. Ein bisschen frustrierend, aber... Nichts, was unmöglich war, ne? Ist was für dich dabei? Genug gesehen? Na gut. Hier ist was gelb. Also hier ist was neu. Oh, aber wir müssen zur Krankenstube, ne? Erlaube mir, dich aufzuklären. Was? Das ist mein Kenntnisstand. Okay. Das ist der Ruhepriester. Den haben wir letztens erst kennengelernt, ne? Und direkt am Mutter abgemetzelt, ne? Kaiserin, Prinz. Tiamat. Ach, der Typ, genau.
Ich dachte, der wäre ein bisschen wichtiger, so im Laufe der Story, ne? Aber der ist relativ früh abgenippelt, ne? Nämlich so ein bisschen an diesen einen Typen aus Final Fantasy 15 Core, glaube ich. Bitte sehr. Deine heutige Lektion ist beendet. Okay. Was hier so noch? Okay. Ja, Jill ist auf der Krankenstation, weil der letzte Kampf sie ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Also gucken wir mal, ne, was hier los ist. Mehr kann ich leider nicht tun. Schone dich jetzt. Und achte in Zukunft bitte besser auf dich. Warum wusste ich, dass sie irgendwie oben ohne ist oder so? Ich versuch's. Und so was von typisch, ne? Das ist ein Spiel für Erwachsene. Es ist der Fluch. Sie braucht jetzt Ruhe. Sag mir bitte, wenn es dir zu viel wird. Die Schmerzen. Schmerz ertrage ich. Das solltest du aber nicht. Nicht mehr. Das hier ist nicht nur dein Kampf, Clive. Es ist unserer. Wir alle sehen, wie hart du kämpfst. Und wir wollen es dir gleich tun. Oder willst du lieber, dass wir dich die Welt im Alleingang retten lassen? Nein. Es ist nur... Verzeih mir. Wo ja. Bist du? Hier drin. Wer wagt es? Was ist los? Rosalith wird angegriffen. Was? Was war denn über Rosalith? Die Hauptstadt von Rosaria? Das ist nicht das dalmekische Heer, von dem wir hier sprechen. Das ist die steinerne Wache von Drachenfang. Hugo Kupgars Leibgarde. Sie zerlegen die ganze Stadt und versuchen ins Schloss einzudringen. Sie suchen mich. Ich fürchte ja. Der gute alte Hugo hat wohl endlich begriffen, wer hinter dem Namen Cid steckt. Dann ist das eine weitere Falle? Darauf verwette ich meinen Arsch. Und all das nur für dich, Clive. Ich gehe nach Rosalith. Soll das ein Scherz sein? Du willst genau das machen, was er sich erhofft? Jill, ich weiß nicht, warum Kupka es so auf Cid abgesehen hat. Doch solange sein Hass mich verfolgt, wird es niemals Frieden geben. Jetzt ist auch der Rest von Sturm Teil dieses sinnlosen Kriegs um mich zu finden. Ich bin der Cid, der Dings hier. Getötet hat, obwohl, haben wir ja eigentlich, ne? Wie er meine Heimat in Schutt und Asche legt. Hugo Kupka muss sterben. Er hat schon genug meiner Freunde auf dem Gewissen. Ich will nicht, dass es mehr werden. Also dann los. Lasst uns ihn kalt machen. Ich komme auch. Ein bisschen grün, wahnsinnig. Stecken wir alle da drin. Also gut. Und hätte ich erstmal diese Cutscene gemacht, dann hätte mir Jill gerade geholfen bei den Kämpfen. Ich sollte mit Otto reden, bevor wir aufbrechen. Wir müssen genau wissen, was uns erwartet. Okay. Sind wir überhaupt mein Zimmer? Ja, mein Zimmer, ja. Nein.
Okay. Ich nehme an, Titan bekommen wir als nächstes, ne? Aber gibt es dann ein Rematch zwischen Shiva und Titan? Wann kriegen wir Shiva, ne? Das wäre mal eine Frage. Ganz ehrlich, ich hätte irgendwie gedacht, wir könnten uns auch irgendwann in die verwandeln oder so, ne? Weil dann existieren die ja gar nicht mehr eigentlich, ne, die Espa, sondern nur noch deren Kräfte irgendwie, ne? Geht ja irgendwie auch nicht. Hast du mit Gev gesprochen? Wir gehen nach Rosalith. Aber erst, wenn ich alle Informationen habe. Weißt du mehr? Nicht viel. Niemand hat erwartet, dass Dalmekia noch eine Front gegen Zambrek aufmacht. Erst recht nicht unsere Leute in den Provinzen. Sie haben uns alle möglichen Berichte geschickt, aber sie widersprechen sich. Vivien versucht gerade, aus den Dingern schlau zu werden. Es wäre also gut, wenn du mit ihr redest. Verstanden. Okay. Was geht? Sieh an. Ein Besuch von meinem Lieblingsschüler. Also gut, wo haben wir zuletzt? Wie die Farben einer Hofnarrin. Das ist ja überraschend. Klamotten. So gut besucht sind meine Vorträge selten. Wie sagt man noch? Bisschen Bildung schadet nie. Wir gehen nach Rosalith und stellen Kupka. Wie ist die Lage dort? Nicht so hastig, Lord Rossfield. Ich kann mir vorstellen, dass du besorgt um deine Heimat bist. Doch um die jetzige Situation zu begreifen, musst du zunächst verstehen, wie sie zustande gekommen ist. Ab zur Weltkarte. Reden wir als erstes über Hugo Kupka selbst. Müssen wir an Fire Emblem denken, wenn ich diese Geschichtserzählung hier zuschaue. Wie sein Titel in Dalmekia lautet. In einer Republik, deren Fundament der Handel ist, gibt es kaum eine einflussreichere Position. Sie hat Kupka einen außerordentlichen Grad an Reichtum und Macht eingebracht. Nicht, dass es ihm an letzterem je gemangelt hätte. Denn als Titans Dominus ist er auch Dalmekias Sicherheitsgarantie. Ein Trumpf, mit dem er seinen Einfluss weiter ausbauen konnte. Und zwar so weit, dass er es sogar geschafft hat, dem Parlament die Kontrolle über den Mutterkristall zu entreißen. Die Loyalität der Schutzgarnison von Drachenfang hat er sich mit großzügigen Summen erkauft. Sie ist nun kaum mehr als sein Privatheer. Und dieses Heer marschiert just in diesem Moment über rosarischen Boden. Wobei es sich dabei mittlerweile natürlich um Sanbreksches Territorium handelt. Doch das Kaiserreich hat gerade andere Sorgen als Rosaria, seit es sich um die Besetzung des Kristalldominiums in eine Pattsituation mit Dalmekia manövriert hat. Das heißt, alle Truppen werden gebraucht. Von den wenigen Garnisonen, die die Provinzen im Westen noch sichern, wurde daher die Hälfte mit dem Fall von Drachenhauch abgezogen. Denn die Gefahr durch die Eisernen und somit die eines Überfalls über den Seeweg war vorerst gebannt. Wirklich bewacht wurde die Küste des ehemaligen Großherzogtums also nicht. Ein Umstand, der auch Kupka nicht entging. Ohne nur einem einzigen feindlichen Schiff zu begegnen, ging er mit seinen Männern in Rosaria an Land. Mein Gott. Alles nur für dich, Clive. Er will deinen Kopf. Seine Belagerung Rosaliths dient diesem einzigen und alleinigen Zweck, um dich aufs offene Feld zu locken. Du meinst, Kupka ist über den Seeweg gekommen? Was ist mit Port Isolde? Ist die Stadt sicher? Ja. Den Hütern der Flamme zufolge ist sie das. Die dalmekische Flotte ist ohne einen Angriff vorbeigezogen. Allerdings nicht unbemerkt. Sobald klar wurde, dass Kupka Rosalith ansteuert, haben die Hüter sofort die Evakuierung der Menschen dort in Angriff genommen. Die Bühne für eure heldenhafte Heimkehr wird also frei sein. Dennoch wird es ein äußerst schwieriges Unterfangen, in die Hauptstadt zu gelangen. Hugos Männer sichern die Buitt-Brücke. Alle Versuche der kaiserlichen Armee, sie ihnen zu entreißen, waren erfolglos. Zudem scheinen sie aus den Fehlern Sanbreks gelernt und entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben. Die Küste um Rosalith wird lückenlos von Dalmekia bewacht. Und nun sag, mein Schüler,
Wo denkst du, liegt die beste Route in die alte Hauptstadt? Im Norden. Wir überqueren die Grenze am Phönixtor und reisen dann durch Stillwind weiter zum Schloss. Ein kleiner Umweg, doch so werden wir nicht entdeckt. Deine Ortskenntnis macht sich bemerkbar. Gute Reise. Brechen wir am besten sofort auf. Du begleitest sie? Ja. Mich juckt es schon verdammt lang in den Fingern, diesen Bastard zu erwischen. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Gut. Wir sollten los. Jawohl. Jetzt habe ich einen Typen und einen Schokobo mit einem Auge. So, geht schon gleich los hier. Im nächsten Story-Ding. Ich dachte erst, wir müssen, ja, weil er gesagt hat, von Norden müssen wir rein. Deswegen habe ich gedacht, wir müssen jetzt hier irgendwie nur so durch so ein Gebiet rennen oder so, ne? Aber ne. Na gut, Rosalith. Auch heute noch unter kaiserlicher Herrschaft erinnern die hohen weißen Mauern von Schloss Rosalith an die stolze Vergangenheit des einstigen Großherzogtums. So, ich habe ja ein neues Ding bekommen, neues Armband oder Gürtel oder was auch immer es war. Das heißt, was auch immer jetzt kommt, wird jetzt, es kann nicht so schwer sein wie die letzten Viecher, ne? Also gehen wir rein. Rück zum Schloss vor. Jawohl. Seine Männer waren fleißig. Die äußeren Mauern haben sie schon überwunden. Noch halten die Kaiserlichen dem Angriff stand, aber sie werden sich schon sehr bald geschlagen geben müssen. Die Schweine haben hier wirklich alles platt gemacht. Fast so, als ob sie die Stadt ausradieren wollten. Nur ein Mittel zum Zweck. Für einen Mann? Das kann es doch nicht wert sein. Wenn ihr euch geschickt anstellt, dann solltet ihr euch unentdeckt bis zum Schloss durchschlagen können. Ich werde das keine Kämpfe aufgabeln, die nicht mehr rechtzeitig rausgekommen sind. Gib acht. Ebenso. Gib mir neun. Macht mir keine Dummheiten. Okay. Die haben ein Kampf gegenüber Titanen steht bald bevor. Ich habe Schlimmes geahnt. Ich weiß, es ist ein Albtraum. Unser Zuhause. Komm, Clive. Wir müssen weiter. Okay. Übrigens, Torga ist auch hier. So schwarz nicht gemacht, ne? Was ich jetzt vergessen habe, Torgal ist auch hier, ne? Torgal ist hier, ne? Deswegen kam diese eine Katzin gerade, ne? Hat so dämlich gelöst, ey. Das ist keine Invasion. Das ist ein Massaker. Okay, ich habe so gut wie keine Tränke. Nichts halt. Nichts. Dieser Schweinehund. Noch schlimmer als Chaos. Oh, ich liebe die Memes, die damals von Stranger of Paradise rausgekommen sind.
chaos crossed the street without going, without looking to the left and right. That bastard. I can't even, man. Aber ich muss mal wieder gucken, wie das Video. Oh oh. Schutzmagie. Einige Gegner wegen die Magie Protest und die Verteidigung ihrer Verbündeten mit einem Schutzschild zu erhöhen. Hm. Warum sagt ihr mir das? Angeblich auch. Oh. Ich wollte sagen, warum geben die mir diesen Tipp? Ne, eindeutig muss ich mich doch hier vorbeischleichen, ne? Okay, Protest kennt man übrigens auch, ne? Schutzzauber in Final Fantasy. Warum ich, ob es auch Shell gibt hier? Ich hasse die Veränderung, dass die irgendwie, weil nicht. Irgendwann haben die angefangen, Shell. Irgendwann haben die angefangen, Shell Valum zu nennen. Ich irgendwie nie verstanden. Also war also okay, soll ich das so durchbrechen? Ich weiß nicht, in welchen Teil die eingeführt haben. Vielleicht ist es sogar, nee, ich glaube, war schon 12 oder so, ne? 10 hießen die Sachen noch alle normal, ne? Das weiß ich. Ich glaube, der 12. Teil hat einige Sachen so verändert, ne? Ich glaube, den Namen von Protest haben sie auch geändert irgendwann mal. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich habe die Veränderung noch nie gemacht. Warum wird Shell zu Valum geändert? Also Sachen wie Libra und so Analyse. So Analysezauber, die sind auch irgendwann Libra. Stehe nicht. Also vielleicht hätten wir unsere Waffen etwas schneller ziehen sollen, ne? Dann hätten wir die Leute vielleicht noch gerettet, ne? Haben wir denn da? Meine Herren? Irgendwie nimmt uns nie irgendein Gegner ernst, ne? Kein einziger Gegner nimmt uns ernst. So, guck mal, die Mama war fertig, ne? Und dann komme ich hier und mach den hier. Dann denken sie so, oh nein! Ich habe meine Combo vergessen. So, jede Gegnergruppe, die uns begegnet, denken immer so, oh, guckt euch bei dir an, oh, diese Waschlappen, kommen die Mama fertig, ne? Dann komme ich und mach die fertig. So, ich möchte mal kurz gucken, und zwar ach, ja, den angefangen ich vorher den auch, das ist eigentlich genau gleich wie das hier, ne? So, den Angriff hier verbessert, Anzahl der Blitze wird erhöht, also wird der Schaden erhöht. Weiß ich eigentlich noch. Hm. Das ist auch eine Attacke, ne? Die ich ausrüsten muss, ne? Wir sind hier alles noch so. Den Angriff setze ich irgendwie nie ein, ne? Oder den hier. Aber dann sparen wir und tun unsere anderen Angriffe hochleveln. So, von wo kam ich jetzt? Da muss ich lang, ne? Genau, das Ding. Kann ich mich erinnern. Alles klar. Okay. Raus aus dem Weg. Boah, jetzt hat der Pot doch den Bock geballert. Like Ultimate. Die Reichweite müsste eigentlich noch reichen, ne? Oh, Parade. Boah. Da ist der Prototyp. Was war hier? Was Protest hier? Weißt du, was ich davon denke? Das hier.
Der hat überlebt, das gibt's jetzt nicht. Ich nehme an, so muss man den Angriff, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, das Spiel hat mir erzählt, wie man das, wie man sich darum kümmert, ne? Ein bisschen heilen. Wir halten ihn aus. So, man kann das auch deaktivieren, genau. Und damit dann immer abgerundet auf das letzte Ding. Was ich war. Sehr gut. Guter Einsatz. Ich hoffe, ich krieg ein paar Tränke irgendwann. Aber ich habe keine Tränke. Habe ich irgendwie verpasst. Trank. Gott. Hey, was geht, na? Was? Ich den Angriff. Ich will ja so anreihen. Was? Was ist das? Wow, war ich. Einfach weiter. Kerze, Nebelkerze, au. Boah, das wird sowas von wehtun. Das ist wie dieser eine Typ von Berserk, ey. Dieser eine Typ aus den anderen. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Irgendwas mit K. Diese ausländischen Typen. Aus diesem komischen indischen Staat oder so kommen, glaube ich. Einer der wenigen Leute, die irgendwie mit Guts irgendwie so ein bisschen mithalten konnten für eine Weile. Bevor die Story irgendwie, weiß ich nicht, so eine Horrorserie wurde. Überall nur Monster und übernatürliche Wesen rumgelaufen sind. Geld und Stahlseite. Ich hab... Wofür ist Stahlseite überhaupt da? Ich bekomme die so oft, ne? Ah, und Heiltrank. Oh, Gott sei Dank. Wir waren schon die nächsten Gegner. Oder? Wow, diese Kombi ist echt voll die Killer-Kombi. Das ist auf Chill. Ich bin auf ihn durch, ich bin auf ihn zugedüst, damit ich ihn austreten kann. Dich. Mein Gott. Na gut. Warte ich mal noch ein bisschen. Eine Minute. Wie ich irgendwie so sehe. Ja, da sieht zum Beispiel wichtig aus. Da sieht schon wieder aus, als wäre da ein großer Ort. Ne, ich würde sagen, kann ich ja speichern? Ja, ne? 720. Kann ich damit irgendwas holen? Soll ich den Angriff hochleveln? Ja, ne. Habe ich schon alle Angriffe, die ich ausgesetzt habe, hochgelevelt.
Den kann ich auch noch hochleveln. Maximale Distanz, was hier mit? Ich dachte ja hochleveln, ne? Okay, fataler Luftkombo, fataler Sprung, fataler. Okay, warum sind also viele Sachen? Mein Größengänger kann ein fataler Sprung ausgelöst werden, welcher Schaden verursacht und Clive dabei in die Luft befördert. Mein Größengänger, der in Schwang geraten wird, wird fataler Sturz ausgelöst, der sie zu Boden wirft. Fataler Sturz. Führe einen fatalen Sturz aus. Ja, und was passiert, wenn ich dort hochlevel? Clown-Reichweite wird. Ach, der Schaden wird sich erhöhen oder so. Ist hier mit. Gemäß ein, zwei möglichen Zielerfassungen mit erhöht. Ne? Reichweite, soll ich mit Reichweite? Den da könnte ich an dem Meistern ist ja nur, stimmt ja, Meistern ist nur irgendwie, lässt sich anderen S-Bahn zuordnen, ne? Ist jetzt nicht so wichtig. Kann ich dann eigentlich verlernen? Wenn ich das vergesse, bekomme ich dann meine Sachen wieder? Ich habe noch nie ausprobiert. Den ja könnte ich hochleveln, ne? Oder den ja. Oder soll ich den noch mal hochleveln? Ich spare ein bisschen. Gut, aber ich aber sagen, das war's für diese Folge, ne? Wow. Stylisch. Das war's für diese Folge. Ich das Bein von ihnen an, übrigens, ne? Das meinte ich. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Ich glaube, ich kann nicht nachgucken, ob ich speichern kann oder nicht. Ja, kann ich. Und ja, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch wieder in der nächsten Folge. Tschüssikowski.